Österreich Tour mit Slowenien. 3550 Kilometer in 10 Tagen. Eigentlich wollten wir 2020 in den Kaukasus touren. Leider machte das die Corona-Pandemie nicht möglich. Unser erster Tag führte uns über den Adelbergpass, über die Zillertaler Höhenstraße, über den Gerlofspass bis in das Dennengebirge. Weiter ging unsere Reise über die Postalm, durch das Salzkammergut, Kalkalpen, durch das Gesäuse bis in die Wachau an der Donau. Von der Wachau aus touren wir am Erlaufsee und an Mariazell vorbei und weiter bis nach Brodersdorf am Neusiedler See. Hier in Brodersdorf werden wir den Neusiedler See, die Promenade und die burgenländische Kost genießen. Von Brodersdorf aus fahren wir wieder zurück in die Steiermark, an der Riegersburg vorbei, an der südsteirischen Weinstraße entlang, über den Sobot bis nach Kärnten. Wir touren weiter über den Baulischsattel, über die Logarska Höhenstraße, den Wistrasattel bis nach Ljubljana. In der Hauptstadt von Slowenien schlendern wir über die Dreier und über die Drachenbrücke, durch den Marktplatz und am Rathaus vorbei. Auch eine Bootsfahrt auf der Ljubljanica durfte nicht fehlen. Von Ljubljana aus touren wir weiter an der Höhlenburg Predjama vorbei bis nach Piran an der Adria. Piran zählt zu den malerischsten mittelalterlichen Städten Sloweniens. We'll be right back.
Biran aus tun wir weiter über den Wocheiner Sattel in den Triglaf Nationalpark bis nach Bled mit dem wunderschönen Bleder See. Heute führen uns die Straßen durch den slowenischen Nationalpark Triglav, über den Virsitzpass, durch das Sočatal, über die Mangart-Höhenstraße, über die slowenische Kammstraße und zurück nach Bled. Heute verlassen wir Slowenien über den Löbelpass, fahren durch das Maltatal, durch den Nationalpark Nockberge, über die Turacher Höhe und über den Sölkpass. Von unserer Übernachtungsstätte aus geht es weiter nach Hallstatt. Nach einem Fotostopp touren wir über die Roßfelder Panoramastraße und am Königssee vorbei bis in unsere Heimat.